Liebe TV-Übrigen-Zuschauer, hier steht jetzt der Herr Zein vor uns, der Juniorchef. Herr Zein. Und zwar, wir haben einen Wanderweg bei uns, komplett regional, durch die Felder in der Landwirtschaft in Erbolzheim. Da sehen Sie Weine, Rhabarber und Spargelfelder. Der Rundkurs ist 6,5 Kilometer lang. Und überall sehen Sie was zum Thema Wein, zum Thema Spargel. Bei uns vor Ort am Stand 14 sehen Sie sogar die Traktoren mit den Maschinen, die in der Landwirtschaft eingesetzt werden. Speziell für den Bereich Spargel. Wie wird Spargel gestochen? Was ist der Unterschied zwischen Weiß- und Grünspargel? Wie am besten zubereitet wird? Die passenden Getränke und die passenden Essen haben wir auch direkt bei uns. Und Sie können bei uns sogar auch unter den Kirschbäumen direkt im kühlen Schatten können Sie auch essen und trinken. Es ist so weit, den hochverwünschte Mama Maria. Ei, du Bocken, ei, du Schäle, ei, du Enkel, du Kamel. Hey, was bist denn du für einer? Warum wünschst du denn die Schäle? Gehäng da mit am Kuchen und bist da wohl der Leus. Wenn ich da auf der Bade klopp, dann drehst du dich im Kreis. Arsch, du wohl, hier, hier. Wir haben eine kulinarische Spargel-Weinwanderung. Was findet hier statt? Wir haben 16 Stände hier in Erbolzheim und wir sind hier mit der Firma M&W, Food Service für Hotellerie und Gastronomie, und machen den Catering für die Firma zur Spargelhofzein und haben also das alles hier aufgebaut und wollen den Gästen einen wirklich schönen Samstag und Sonntag bereiten. Wir haben hier ja komplett eine Gastronomie erstellt mit Notstromaggregaten, mit Wassertanks, 4000 Liter, mit Spülküche, mit einer kompletten Küche, mit Getränkewagen, mit Kühlwegen. Eine komplette Infrastruktur gebaut, wie es an und für sich ist, wenn man ein Lokal hat. Aber hier sind wir auf freiem Feld. Wir haben kein Wasser, wir haben keinen Strom, wir haben nichts. Wir sind also total autark hier und müssen uns hier auch autark darstellen und müssen hier diese Infrastruktur aufbauen, was natürlich viel im Managementarbeit macht. Das heißt also, wenn jemand ein Event vorhat, das in so einer schwierigen Umgebung zu bewerkstelligen wäre, könnte er sich an Sie wenden? Ja, natürlich. Wir sind da die richtige Firma. Wir haben auch unsere Subunternehmer dazu, die mitmachen. Joachim Schäfer aus Mannheim. Ja gut, eigentlich, ich komme ja aus Mannheim und bin vor allen Dingen in Mannheim bekannt mit Mannheimer Liedern, Kurpfälzer Liedern. Ich nenne das ja sowieso Kurpfälzer Lieder, weil ich sehe den Schnitt, den Cut nicht durch den Rhein, so wie andere. Für mich ist das alles die Kurpfalz, ob ich jetzt hier bin, in Maxdorf oder in Dürkheim oder in Neustadt oder in Weinheim, Heidelberg. Für mich als Musiker, ich mache das jetzt schon seit 56 Jahren, ist das für mich alles gleich. Freue mich, für meine Freunde spielen zu dürfen, und das ist eine irre tolle Atmosphäre. Ich kannte das Fest nicht und wird es aber weiter verraten, ist der Geheimtipp schlechthin. Es war rammelvoll zur Mittagszeit, jetzt verläuft sich so ein bisschen, die Leute bereiten sich vermutlich schon fürs Fußballspiel vor. So, wir haben eine tolle Werbeaktion ins Leben gerufen. Wir machen diese tolle Ballons hier mit den Gesichtern drauf. Auf der Rückseite steht Stand 14. Hier sehen wir alle zu finden. Und diese Werbeaktion beinhaltet, dass also die ganzen Leute diese Ballons geschenkt bekommen, laufen hier über diese ganze Weinstraße und jeder sieht, wo diese Ballons zu finden sind. Und dann erhoffen wir uns natürlich auch ein bisschen mehr Kundenzuwachs. Das heißt also, von den ganzen 16 Ständen werden 15 andere Stände das dann sehen und sich sagen, ja, ich komme hierher. Das hoffen wir, genau so soll es sein. Naja, also so voll, wie es hier mittlerweile ein paar Mal gewesen ist, denkt man es schon. Sie sind buchbar für andere Events. Natürlich, alles was mit Veranstaltungen zu tun hat, wir machen Hochzeiten, Geburtstage, Kinderevents, Großveranstaltungen, Tage der offenen Tür. Alles, was man sich vorstellen kann, wo man Ballons einsetzen kann und wo diese Werbeträger natürlich einen hohen Aufmerksamkeitsgrad erzielen. 0175 526 2286 und die Webseite checkyballon.de. TV Übergina.
Ein Opferfenster, Pilzer, die erlebt.